Im Hardenbergweg im Südviertel war heute großer Bahnhof, denn die Stadtwerke Jena und die Thüringer Energie AG hatten zur feierlichen Inbetriebnahme des neuen Umspannwerkes eingeladen. Der Neubau ist das erste Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke Jena Netze GmbH und der TEN Thüringer Energienetze GmbH in dieser Größenordnung. Nach rund 2 Jahren Bauzeit wurde das neue Umspannwerk Jena-Hardenbergweg heute mit einem symbolischen Knopfdruck offiziell eröffnet. Anschließend gab es einen Blick hinter die Kulissen. Bei einer Führung konnten sich die Anwesenden die sonst für die Öffentlichkeit verborgene Großanlage anschauen. Ich glaube, es ist noch mal ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo wir jetzt sehr stark auf Gaspreisbremsen und ähnliches gucken, mal zu sagen, nein, Energieversorgung hat erstmal ganz viel mit Technik zu tun, mit einer sicheren Versorgung und so weiter. Und ich glaube, das ist hier wirklich mal ein Sinnbild dafür, dass wir hier Technik haben, die gut funktioniert und für eine sichere Versorgung steht. Im Sommer vergangenen Jahres lieferte ein 37 Meter langer Schwerlasttransporter den zweiten Großtransformator an. Weil sich die Anlage mitten im Stadtgebiet befindet, wurde eine geschlossene Bauform gewählt. Im Gegensatz zur Freiflächenanlage wurde die gesamte Technik in einer abgeschlossenen Gebäudehülle untergebracht. Nach der Aufrüstung des zweiten Großtransformators wurde das 95 Tonnen schwere Gerät in Millimeterarbeit auf seine Endposition direkt neben den ersten Großtransformator gezogen. Nun ist das neue Umspannwerk in Betrieb. Die Anlage ersetzt das alte, in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Umspannwerk aus den 1970er Jahren, das seine Alters- und Leistungsgrenze erreicht hatte. Für das alte Umspannwerk gibt es schon verschiedene Überlegungen. Hier werden wir uns auf jeden Fall ein Nachnutzungskonzept auch überlegen. Auf jeden Fall geht das alte Umspannwerk außer Betrieb oder ist bereits außer Betrieb gegangen, denn dieser neue Bau ist ein Ersatzneubau und ersetzt sozusagen das alte Gebäude komplett. Rund 13,5 Millionen Euro haben die TEN Thüringer Energienetze als Netztochter der TEAG und die Stadtwerke Jena Netze als Netzgesellschafter der Stadtwerke Jena gemeinsam in das neue Umspannwerk investiert. Das verfügt über eine Leistung von 2x80 Megavoltampere und ist damit erheblich leistungsfähiger als das alte. Die neue Anlage versorgt seit heute ein Drittel der Saalestadt mit Energie. Darunter Entwicklungsregionen wie den Boltenberg Campus, das Gewerbegebiet Tatzenpromenade, die Ernst-Abbe-Hochschule und den künftigen Zeiss-Standort.